Teilen Sie mit Dokaskopus Pi-Controller sicher, dass die Preisqualität Ihres Maklers Sie daran nicht hindert, an diesem Freitag die bestmögliche Leistung zu erzielen. Ich bin Imogen Comrie. Beim Euro-Dollar lag der Spread-Durchschnitt bei 0,37 Pips und Spitzenwert betrug 1,7 Pips. Die Kursbewegung war gestern bullish. Das Paar hat 0,58% oder 74 Pips gewonnen, aber beim Rückgang aus dem Tageshoch von 1,2931 wurden die meisten Gewinne aufgegeben. Spreads waren in der Regel ruhig und die Spitzentrennung entspricht der Zeit der Veröffentlichungen nicht. Beide Seiten trennten sich am meisten beim Kursrückgang gestern um 14.42 Uhr. Beim Kabel liegt der langfristige durchschnittliche und maximale Spread bei 1,61 und 7,6 Pips. Das Pfund Dollar hatte einen bullischen Anlauf auf das Hoch von 1,6526. Es gewann 1,38% oder 225 Pips. Aber der nachfolgende Rückgang löschte einen erheblichen Teil der Gewinne aus. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Baugenehmigungen wurden gestern um 12:30 veröffentlicht. Und das war die Zeit der Spitzentrennung. Und der Dollar-Yen verzeichnete einen Tagesdurchschnitt von 0,38 Pips und einen Höchstwert von 3 Pips. Das Paar ging in Richtung der 110-Marke, gewann 0,8% oder 87 Pips, aber dann ging es aus dem Hoch von 109,46 zurück. Spreads erreichten gestern um 14 Uhr beim Philly-Fed-Umfragebericht den Höchstwert, aber stellen Sie sicher, dass Ihr Broker die Spreads über das Maximum von 3 Pips nicht erhöhte. Das war der Spy-Controller für Freitag. Bleiben Sie dran.